Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity und ich begrüße euch zu einer neuen Aufnahmesession. Nachdem es in der letzten Folge nicht so rund gelaufen ist, mit einem kleinen Absturz von SimCity und so, hoffe ich, dass dieses Mal alles rund läuft. Und ja, wenn dieses Video rauskommt, dann sind schon bestimmt mehrere Videos von Königskobra draußen. Und ich wollte euch bloß sagen, dass ich es toll finde, dass Königskobra jetzt bei uns mitmacht. Und ja, ich hoffe, ihr nehmt ihn gut auf. Und ja, was soll ich noch so sagen? Keine Ahnung. Ich habe null Ahnung, was ich euch noch so sagen soll. Und ich habe gerade bemerkt, wir haben hier einen Bahnhof. Und ich weiß gar nicht, was wir alles noch machen wollten. Kredit haben wir noch einen. Haben wir verlassene Häuser? Nee, boah, ist das cool, Mann. Wir haben... Boah, die Stadt ist echt spitze. Haben wir genügend Strom? Ah ja, gerade noch so. Da bauen wir lieber noch mal eins, bevor uns dann das Stromproblem... bevor uns das Stromnetz einbricht, sagen wir es so. Und Wasser haben wir genügend. Abwasser wird... Ah, cool, wir haben schon... Ah, gut. Bedeutet... Ja, das ist ja super. Wir sind ja schon richtig gut vorangekommen hier. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass wir so weit vorangekommen sind. Und jetzt wollte ich uns schon mal was zeigen, weil ich wollte ja... also die Spezialisierungen, was wir so für Spezialisierungsmöglichkeiten hätten. Wir haben ja keine Erze oder so. Wir könnten uns jetzt auf die Elektronik... also eine Elektronikstadt bauen, also eine, die schaut, dass Computer und so hergestellt werden, eine Kulturstadt bauen, die wir dann aber im Zusammenhang mit Glücksspiel bauen werden. Ich werde höchstwahrscheinlich mich auf Kultur und Glücksspiel spezialisieren, weil das einfach am meisten, ja, nach der Elektronik am meisten bringt. Elektronik können wir ja auch noch machen, wenn es unbedingt nötig ist. Was ist denn hier? Was ist denn? Warum seid ihr denn so mies gelaunt hier? Mal schauen, ich glaube, es könnte an den Kranken liegen, weil hier das echt krass überfordert ist, schon fast dieses Krankenhaus hier, dieses Mini-Krankenhaus. Es hat 17 Patienten, also plus zwei Krankenwagen und so. Da fügen wir jetzt am besten mal noch einen Krankenwagen hinzu und ein Patientenzimmer halt. Feuerwehr wird demnächst auch bald Probleme kriegen, deswegen machen wir jetzt erst noch die Feuerwehr, um dann gut sagen zu können, jetzt haben wir genügend Geld, um uns zu spezialisieren. Boah, ich sag viel zu viel, sollte ich mal lasse. Ja. Zwei, also Verbrecher haben wir. Was ist denn hier alles los? Was liegt denn das? Müll haben wir. Müllproblem haben wir auch keins. Schule, Schulbildung, deswegen. Hier haben wir keine Schulbusse. Jetzt sollten wir am besten auch noch dann die Busse da drüben. Ja, die haben wir auch noch vergessen. Bedeutet, deswegen könnten sie traurig sein. Ich weiß auch nicht, weshalb sie sonst noch traurig sein könnten. Züge, ah, da könnten wir noch schnell was machen. Hier so ein Park and Ride hinbauen. Pflanzen so. So, aber weswegen, was könnten sie denn sonst noch traurig werden, weil da andauernd so Minus-Dinger hinkommen. Müll, haben wir eigentlich fast alles geleert. Eigentlich alles, aber er zeigt nicht alles an. Das ist auch ein bisschen immer unlogisch hier. Was haben wir denn noch so? Was ist denn ein Problem? Wo haben wir denn... Warum seid ihr denn unglücklich? Wir brauchen Lieferung, sonst können wir zumachen. Ach so. Die sind... wir brauchen Industrie. Und ich glaube, der Ton ist gerade ein bisschen leise. Vor allem die... Spielgeräusche, das hört man fast. Also ich höre sie nicht. Ich weiß nicht, ob ihr sie hört. Audio, Effekt, Lautstärke etwas lauter. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr da, ob für euch das jetzt besser oder nicht so gut ist. Ja, okay. Ich labe jetzt die ganze Zeit von Spezialisierung. Jetzt machen wir auch mal eine Spezialisierung. Aber davor schaue ich noch schnell,
Schauen wir noch schnell. Was ist denn? Naja, Feuerwehr und Krankenwagen, das interessiert uns jetzt gerade nicht. Schauen wir noch schnell, welche Einkommensschicht wir haben. Hier haben wir hoch, hier haben wir eher mittel. Das passt eigentlich perfekt. Zwei verlassene Gebäude haben wir leider schon. Grundbrand und... Und da unten fehlende Arbeit. Oh, okay. Die Arbeit haben wir jetzt hier oben hoffentlich wieder im Griff. Was sagen die denn so? Das Geschäft läuft ganz gut, okay. Dann können wir jetzt mal mit einem ganz okayen Budget, wo wir noch schnell den Kredit abbezahlen, mit einem ganz normalen Budget so starten und sagen, jetzt riskieren wir mal was. Nein, nicht riskieren wir mal was. Wir bauen einfach mal hier ein, sagen wir mal, genügend Budget, um das hier zu bauen. Hoffe ich jetzt mal, dass wir genügend Budget haben. Und zwar bauen wir das direkt gegenüber von unserem Bahnhof. Und dann bauen wir da gleich mal schöne Zimmer hinzu und nicht so schöne Zimmer. Und was ich dann immer noch mache, sind die sind die Blackjack-Tische. So, und untere Mitteleinkommensschicht und die Dingsbums hier, die, wie heißen sie? Die Münzautomaten, die baue ich auch immer noch gerne hin. Dann baue ich meistens noch so ein Schild direkt hier daneben, welches angelockte Touristen der mittleren Einkommensschicht, der unteren, der mittleren, der unteren, der mittleren, der unteren, der mittleren, 360, 360, ist eigentlich alles haargenau dasselbe, kommt es darauf an, was einem besser gefällt, oder? Ich würde mal sagen, das hier schaut, das wäre für die Blackjack-Tische ganz cool. Was ist dann das da? Wäre, glaube ich, für die Casino-Leuchte. Und das, ich glaube, Blackjack-Tische haben wir ja. Das bedeutet, wir nehmen jetzt mal die Blackjack-Tische hier so. Jetzt haben wir das auch gleich voll ausgebaut. Jetzt wird es anfangs noch etwas, wir stellen Leute ein und so und bla bla bla. Und anfangs noch Verlust machen. Und ja, lesen wir erstmal die Info. Willkommen in unserem in unserer neuen Spielhalle. Casinos ziehen Touristen und Ladenbesucher an und machen auch Verbrecher. Nein, was? Okay, ich habe gerade falsch gelesen. Das Casino ist wie gemacht für Städte der unteren Einkommensschicht mit Bürgern, die auf bunte Lichter, Action und Glücksspiel stehen. Selbst Sims der niedrigen Einkommensschicht sind bereit, gutes Geld zu zahlen, um sich in ihren Casinos zu amüsieren. Okay. Das Casino wird jetzt anfangs noch etwas Verluste machen. Sollten wir, aber das wird sich bald dann auch ändern, wenn dann die Leute, ja, da steht auch schon Bushaltestelle und alles, wenn die Leute jetzt das bemerken, dass da Casino ist und alles mögliche, bla bla bla. Und, ja, ich sehe gerade, Strom ist schon wieder blöd. Schon wieder am Absacken hier. Das geht doch nicht. Weil wir auch hier so wenig Strom kriegen, wenn wir so einen, doch 16. Wir kriegen 16 dadurch. Meine Güte. Jetzt müsste es wieder passen. Jetzt passt es wieder. Jetzt haben wir... Oh, jetzt haben wir aber viel. Jetzt haben wir zu viel. Was wollen die denn hier mit dem Müll? Das haben wir vorher schon mal gehabt. Die Erde hat den ganzen Müll satt, Bürgermeister. Wir müssen klar Schiff machen. Die Verschmutzung bewegt sich auf Rekordniveau. Stellen Sie ins Recycling, damit unsere Kinder in besseren Welt leben können. Mache ich aber später. Oder fügen Sie eine Ablade vielleicht hinzu. Das machen wir jetzt mal, damit die glücklich sind. Boom. Seid glücklich. Juhu, sie sind glücklich. Juhu. Und es ruckelt schon wieder, weil wir... Oh. Oh, macht immer noch Verlust. Jetzt, sieh dir und sofort gewinnen 1600. Das bringt einfach viel und wie ihr seht, die Züge sind auch schon überfüllt. Hier und da. Ach, vergesst dich, ich laufe. Die sind auch schon total überfüllt. Und ich merke schon wieder, wie es ruckelt. Ach nee, der Bus ist total überfüllt. Ich melde mich heute bei der Arbeit krank. Da beim Bus können wir einen weiteren Bus... Shuttlebuslager aufstellen. Was dann hoffentlich den Leuten hilft. Nein, Flughafen... Ja, Flughafen könnten wir auch, wenn wir die Fortbewegungsmittel hätten. Flugzeuge hier, Flugzeuge. Doch, wir haben sie sogar. Cool, wir haben das. Ach so, ja, wir haben ja zwei. Ist ja cool. Dann sparen wir jetzt mal auf dem Flughafen.
den ich dann hier hinten irgendwo hinbauen werde. Glaube ich, wollte ich zumindest. Oder geht der da drüben hin? Nee, geht er nicht. Boah, ist der riesig. Der ist ja riesengroß. Oder ich pflanze ihn da so in die Mitte rein, aber ich weiß nicht. Der wird uns dann auch nochmal Touristen anlocken und alles. Ich glaube, ich mache das dann hier so. Und damit wir jetzt ja kein zu großes Chaos haben und die beschweren sich sowieso schon, dass sie keine Lieferungen mehr kriegen, bla bla bla, Schmumene, reißen wir mal hier so ein, machen hier draus Wohngebiet, reißen hier dann ab, das hier so wumm, 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 wumm. Sind alle schon Häuser da? So. Ein verlassenes Gebäude. Was ist denn hier passiert? Grundfehlende Kunden. Die Kunden fehlen denen anscheinend. Jetzt haben wir schon 76. Oh, ich weiß nicht, ob wir den... Was ist denn mit der Kriminalität? Wir kommen mit der ganzen Kriminalität in dieser Stadt nicht mehr klar. Vielleicht könnten sie einen Streifenwagenparkplatz oder weitere Polizeiwache hinzufügen. Streifenwagenparkplatz machen wir gerne. Mache ich auch gern 2 oder 3. Jetzt haben wir das auch erreicht, dieses Limit. Weil wir haben jetzt ein Casino und ich will jetzt nicht, dass die ganzen Besucher verschreckt werden, weil wir schon, ich sehe ja hier 10.000 Gewinn, meine Güte, das ist wahnsinnig viel. Und das merkt man hier, nein, merkt man hier nicht. Aber wir verdienen jetzt schon 8.000 in der Stunde, bedeutet, wir können auch schon mal was riskieren und eine Spielhalle bringt jetzt 12.000, das wird immer mehr. Und ich will halt jetzt nicht, dass die Polizei hier mit der Kriminalität nicht mehr klarkommt, weil sie dir... Hier ganz viele Verbrecher und vor allem hier im Bereich hier hinten sind sie ziemlich stark unterwegs. Aber eigentlich müsste man jetzt an diesen Hauswänden hier, ja, hier sieht man es. Immer wenn so Graffiti oder so sind, kann man schön erkennen, immer wenn Graffiti oder sowas hier halt ist, ist die Kriminalität hier sehr hoch. Bedeutet, dass halt das sehr hoch ist. Keine Ahnung. Mal ein bisschen langsamer. Ich will einfach mal die so ein bisschen genießen. Ja, wenn die Kriminalität sehr hoch ist, ist es halt schlecht. Aber die Polizeiwache müsste eigentlich da hinten ganz gut hinkommen. Schiff. Wir haben inzwischen eine ziemlich große Stadt. Mit einem Fernhafen könnten wir auf dem Wasserweg Touristen hierher bekommen. Das wäre gut fürs Geschäft. Ja, das könnten wir. Die Sache liegt auf könnten. Boote, wow, hier so hin könnten wir ihn eigentlich bauen. Müssten wir aber dann da anschließen, das wird uns ziemlich viel Platz hier kosten. Ich gehe jetzt erst einmal, warte ich jetzt ein bisschen, weil wie viel braucht es denn hier, das braucht 30.000 Einwohner. Niedrige Grundstückpreise, ja, ihr kriegt ja gern mehr, wenn ihr unbedingt mehr wollt. Zu niedrig, hier anscheinend zu niedrig, ja. Hier sieht man eindeutig, die sind nicht in dem Bereich, wo sie hin sein wollen. Oder sind, machen wir mal ein bisschen größer hier so. So ein riesen Park hier in die Mitte rein, so. Hier so, bumm. Jetzt müssten sie dann auf dem Grundstückspreisen wieder sein, wo sie hin wollen. Jetzt sind die auch wieder da, wo sie hin wollen. Die sind traurig, weil es nicht genügend von ihrer Sorte gibt. Also nicht genügend Einkäufer. Nehmen wir mal Natur. Die hier bringt es meistens sehr